Hallo meine Lieben, heute habe ich mal kein Nageldesign für euch, sondern einen Tipp. Und zwar geht es darum, wie man Nagelhaut am besten entfernt. Ich habe mir alle meine Fingernägel ablackiert und wie ihr das sehen könnt, habe ich hier unten an meinen Fingernägeln auch Nagelhaut. Nicht so stark und auch nicht so richtig verhärtet, wie das vielleicht bei manch anderen der Fall ist. Wenn ihr sehr viel Nagelhaut habt und auch wirklich richtig verhärtete Nagelhaut, würde ich euch empfehlen, einen Nagelhautentferner zu kaufen. Das ist meistens ein Gel, was man aufträgt und längere Zeit einwirken lässt, damit sich die abgestorbene Nagelhaut entfernen lässt oder sie fällt dann sogar von alleine ab. Das muss ich zum Glück nicht machen, weil bei mir die Nagelhaut eben nicht so stark verhärtet ist. Ich nehme jetzt Nagelöl und trage mir das unten und an der Seite von den Fingernägeln auf und reibe das sehr gut ein. Das Ganze lasse ich dann ungefähr 5 Minuten einwirken, damit die Nagelhaut schön weich wird und ich sie nachher gut zurückschieben kann. An einem meiner Finger habe ich auch an der Seite so ein Stück trockene Haut, die sich da auch ein bisschen löst. Um das zu entfernen, nehme ich gleich eine Nagelschere und schneide das ab. Der Grund ist einfach der, dass wenn ich es nicht entferne, das weiter einreißt, sich entzündet und auch unangenehm wehtut. Jetzt habe ich es abgeschnitten, soweit wie ich das eben abschneiden kann. Es kann nicht weiter einreißen und wenn ich regelmäßig jetzt meine Haut einöle und eincreme, sollte sich das auch von alleine wieder beheben bzw. nicht mehr so trocken sein. Dann nehme ich mir so ein kleines Hilfsmittel. Oft gibt es das als Rosenholzstäbchen, bei mir ist das mit so einer etwas weicheren Spitze vorne, weil ich das angenehmer finde und schiebe dann vorsichtig die Nagelhaut zurück. Man kann das alternativ auch mit dem Fingernagel machen. Das finde ich persönlich sogar angenehmer und schöner, weil ich da ein besseres Gefühl drin habe und auch diese ganz dünne Nagelhaut, die man nicht sieht, die aber auch dort auf dem Nagel ist, zurückschieben kann. Und so sehen die Fingernägel dann aus, wenn die Nagelhaut komplett zurückgeschoben ist. Ich hoffe, euch hat das Video und meine Nagelhautroutine geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal!